Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Wendezeit. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein ganz interessantes Thema zu sprechen, nämlich über die Syrienreise, von denen Sie sicher in den Massenmedien gehört haben. Unser Thema heute lautet Syrien hautnah erlebt und wir haben vier Gäste eingeladen, vier Praktiker, keine Theoretiker, sondern Menschen, die sich ihr eigenes Bild davon gemacht haben, was in diesem Land in Syrien los ist. Wir begrüßen Herr Professor Harald Weil. Herr Harald Weil ist Professor an der Fachhochschule Köln gewesen, ist jetzt für die Alternative für Deutschland in den Deutschen Bundestag gewählt worden, war in Syrien und schön, dass Sie heute hier sind, Herr Professor. Dann begrüßen wir einen Herrn, der ebenfalls Abgeordneter im Bundestag ist. Der war 7 Jahre für die öffentlich-rechtlichen Auslandskorrespondent in Afghanistan, hat viel länger noch bei den öffentlich-rechtlichen gearbeitet, war nicht mit in Syrien, aber seine Expertise ist eine Bereicherung. Früher schon. Genau, früher schon. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Armin Bornhampel. Begrüßen wir einen weiteren Teilnehmer der Syrienreise. Herr Frank Pasemann begrüßen wir. Er war Ökonom, ist jetzt auch in den Bundestag gewählt worden, Abgeordneter für die Alternative für Deutschland und hat Syrien hautnah erlebt. Herr Pasemann, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich danke auch. Und wir begrüßen den Organisator der Reise, aus Düsseldorf heute angereist, Gymnasiallehrer, Doktor der Mathematik und für die Alternative für Deutschland im Landtag Nordrhein-Westfalen, Herr Dr. Christian Blecks. Herzlich willkommen in der Runde. Ja, schönen guten Tag. Bevor wir gleich über die Themen, die die Herren in Syrien erlebt haben, sprechen, möchte ich zum Einstieg an alle vier Teilnehmer in dieser Runde die Frage stellen, warum engagieren Sie sich in der Alternative für Deutschland und nicht in den Altparteien? Herr Pasemann. Ja, ich hatte mich eigentlich schon auf den Frühruhestand vorbereitet und habe mir auch schon eine Angelausrüstung gekauft 2015. Und dann wurde diese unselige Entscheidung getroffen, dass wir plötzlich das schlagende Herz und der Mittelpunkt aller Beladenen in dieser Welt sind. Frau Merkel öffnet die Grenzen und wir bekommen Gäste. Dieses gesellschaftlich von unglaublicher Tragweite bestimmtes Ereignis hat mich dazu gebracht, über bestimmte Dinge nachzudenken. Ich war vorher lange Jahre völlig apolitisch und hatte eigentlich auch nicht vor, mich zu engagieren. Aber das, was da geschehen ist und was auch jetzt weiter geschieht, bedarf des Handelns von politisch denkenden Menschen. Und ja, da bin ich nun. Herr Blex, in Düsseldorf im Landtag, warum Ihr Engagement? Ich war mal jahrelang, man irrt ja, man macht ja Jugendsünden, passives Mitglied in der CDU. Ich habe damals noch gedacht, die CDU wäre eine konservative Partei. Ich habe auch noch gedacht, dass die Ratio in der CDU vorhanden wäre. Mein Schwerpunkt war und ist auch Energiepolitik. Also ich bin Physiker auch, engagiere mich da schon jahrelang in einer Stromverbraucherschutzorganisation gegen die ökoradikale Energiewende, wie wir sie im Land haben. Und dann gab es ein Erdbeben, schweres Erdbeben in Japan. Und Frau Merkel hatte plötzlich Angst vor Tsunamis. Und das war für mich der Grund, wo ich dann gesagt habe, ich kann also in dieser Partei nicht mehr sein. Ich war dann 1,5 Jahre lang ohne politische Heimat. Und dann habe ich also mit der AfD 2013 schon eine Partei erlebt, wo also auch im Grund in dem ersten Programm schon drin stand, Programm der Ratio. Es ging darum, Sachen nach dem Wahrheitsgehalt zu hinterfragen und nicht nach gesinnungspolitischen Gesichtspunkten, sondern nach rationalen Gesichtspunkten zu bewerten. Und das war für mich der Grund, 2013 in die Alternative für Deutschland einzutreten, im März 2013. Und ich habe bis zum Herbst 2015 gedacht, dass das Schlimmste, was Frau Merkel unserem Land antun kann, die Energiepolitik gewesen ist. Aber so irrt man. Es gibt immer noch Sachen, die sie schlimmer machen kann. Vielen Dank. Herr Ampel, Ihr Engagement im Bundestag, was hat Sie dazu motiviert, hier einzuziehen? Ich bin 2013 nach 9 Jahren Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückgekommen
und war doch überrascht, obwohl ich ja zwischenzeitlich immer wieder daheim war, wie sehr sich unser Land und wie schnell sich unser Land verändert hat. Vor allen Dingen bezüglich einer Sache, und das ist, glaube ich, der maßgebliche Erfolg der AfD, nämlich, dass man in früheren Jahren, egal wie man parteipolitisch eingestellt war, doch den jeweils herrschenden Regierungen, ob von SPD oder CDU, Kanzlern wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, durchaus immer wieder zugetraut hat, dass sie die Dinge letztendlich doch zum Guten wenden, wenn große Fragen auf unser Land zugekommen sind, sei es innenpolitisch oder außenpolitisch. Und mich bei der Heimkehr das Gefühl beschlich, dieses Vertrauen ist nicht mehr da. Nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Bürgern in diesem Lande auch nicht. Der Eindruck, die schaffen es eben nicht mehr. Und sie sind nicht mehr in der Lage, die Probleme von heute und schon gar nicht die Probleme von morgen anzugehen oder gar zu lösen. Und wenn eine solche Instabilität entsteht, dann ist man als Bürger gezwungen zu handeln. Und dann muss man sich engagieren, wenn man dieses Land auf einen besseren Pfad führen will. Und das wollen wir ja. Und das war für mich fast selbstverständlich, die Reaktion. Da gibt es eine neue Partei, die nennt sich Alternative für Deutschland, also eine Alternative zu dieser Politik, die kein Vertrauen mehr verdient. Und dann bin ich flugs, ja, im Februar, März 2013 beigetreten, Gründungsmitglied in Niedersachsen oder Gründungsopa, wie man es heute schon sagt, und mit Begeisterung seitdem dabei. Jetzt sind wir hier in Berlin und ich sag mal so, man merkt im Deutschen Bundestag, Frank, es ist wieder Musik in der Bude. Ja, sehr schön. Die Bürger erobern den Bundestag. So ist es. Ist das bei Ihnen ähnlich gewesen, Herr Professor Weil? Ja, durchaus ähnlich. Die ersten 50 Lebensjahre war ich politisch unschuldig sozusagen, habe mich zwar immer dafür interessiert, bin auch wählen gegangen bis zum Jahr 2009, mir dann wirklich nicht mehr eingefallen ist, wie man noch wählen konnte. Bin dann über das Euro-Thema und die Europakritik, die grundlegende, mit der ich mich auch in meiner Forschung und Lehre befasse, zu den Freien Wählern gekommen, seit der Europawahl 2009. Und war auch im Landesvorstand NRW. 2013 plädierte ich da allerdings für ein Zusammengehen mit der AfD, Wahlalternative 12-13, was leider nichts geworden ist. Und deswegen bin ich 2013 zur AfD übergetreten und finde da meine Themen sehr viel besser aufgehoben, sehr viel besser auch nach außen getragen und weiterentwickelt, als da sind die fundamentale Europakritik, die Eurokritik und das leidige Thema Einwanderung, was zwar auch schon von anderen Parteien bespielt wurde, aber doch eher pro forma. Die Alternative ist von Anfang an in dieser Hinsicht mit pragmatischen Vorschlägen, siehe kanadisches Modell etc., an die Öffentlichkeit getreten und all das ist nicht berücksichtigt worden und nichtsdestotrotz haben wir das Alleinstellungsmerkmal, dass wir die Einzigen sind, die es ernst meinen. Sie haben ja auch schon tolle Reden gehalten im Bundestag und für Sie, liebe Zuschauer, der Hinweis, alle Reden sind auf YouTube verfügbar. Die Massenmedien ignorieren diese Reden leider größtenteils. Lassen Sie uns zum Kernthema kommen. Herr Dr. Bleck, Sie haben die Reise nach Syrien maßgeblich mitorganisiert. Sie waren bereits auf der Krim und sind jetzt nach Syrien gereist. Was war Ihre Motivation? Ja, also ich habe den Syrien-Konflikt intensiv seit 2,5 Jahren verfolgt, den Syrien-Konflikt. Und je länger Sie den verfolgen, desto mehr drängt sich da der Eindruck auf, dass das Bild, was uns von den deutschen Massenmedien vermittelt wird, nicht mit dem übereinstimmt, was man sonst so mitbekommt. Und da wuchsen also immer stärker die Zweifel daran, wie es denn eigentlich vor Ort wirklich aussieht. Wenn Sie mit syrischen Mitbürgern in Kontakt mal treten, die sagen ihnen dann zum Beispiel, ach, wir fahren da jedes Jahr in Urlaub hin. So, aus Deutschland. Aus Deutschland. Es gab einen Artikel in der FAZ, oder da wurde dann berichtet, dass sogenannte Flüchtlinge bei uns über Dänemark in die Türkei fliegen, um dann über die Türkei nach Syrien einzureisen. Da haben die Deutschen das alles schön unter den Teppich gekehrt, das Ganze. Und das waren alles so Sachen, die dann also zunehmend Zweifel bei mir hervorriefen und gesagt, nee, was passiert da unten eigentlich? Wie sieht's eigentlich da auch aus? Ist die Situation in den Regierungsgebieten wirklich prekär oder wo ist eigentlich die Situation prekär? Und das war also für mich der Grund, warum ich mir vorgenommen hatte, mit meinem Einzug dann in den Landtag, also schon vor meinem Einzug hatte ich das im Hinterkopf gehabt, dass es ziemlich genau vor einem Jahr die Idee entstand und im Ende Oktober ging das dann in die konkrete Vorbereitung. Herr Bassemann, Sie sind mitgereist. Wie war Ihr Eindruck, wie war Ihre Gedanken, die Sie vorher hatten zu der Reise?
Also ein wesentlicher Aspekt, weshalb ich mich an der Reise beteiligt habe, ist natürlich die Darstellung, wie Herr Blex schon eben sagte, die Darstellung des Syrien-Konfliktes, speziell aber auch der syrischen Gegebenheiten bei uns in den deutschen Medien. Ein wesentlicher Aspekt, weil Sie vorhin fragten, warum ich in der AfD tätig bin, ein wesentlicher Aspekt meiner Tätigkeit für die AfD speist sich auch aus der Erkenntnis, dass das, was wir als, ich bin DDR-Bürger, wenn ich das, also das gibt's zwar nicht mehr, aber man fühlt ja so, man ist sozialisiert in der Art und Weise. Wir haben 89 bemerkt, dass wir bestimmte Dinge verändern wollen und können und sind dafür auf die Straße gegangen und hatten dort genauso eine Berichterstattung in den DDR-Massenmedien. Also die Opposition war schlecht, die Staatsführung war gut. Und ich erkenne sozusagen in dem, was zum großen Teil in öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird, dort Parallelen wieder. Und deshalb hat es mich interessiert, ist denn das Syrienbild, was wir hier bekommen, wirklich wahr? Das Syrienbild in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sich meines Erachtens auf recht wenige Schlaglichter. Es gibt spektakuläre, natürlich schlimme Bilder, die eigentlich keiner sehen möchte, aus den umkämpften Gebieten. Es wird immer wieder ein bestimmtes Phrasenfeld aufgebaut, wenn es um die syrische Regierung geht. Es wird aber nichts untermauert. Was mich besonders gestört hat, ist, dass wir überhaupt keine Erkenntnisse mehr haben, wie ist denn die Entwicklung im Land wirklich? Und das rauszubekommen, hat mich schon gereizt und deshalb war ich Herrn Dr. Blex auch dankbar, dass er mich da im Boot haben wollte. Professor Wall, der Konflikt in Syrien geht ja schon über mehrere Jahre. Sind Ihnen andere Abgeordnete der Altparteien bekannt, die diese Tour, wie Sie jetzt als Neuling im Parlament bereits unternommen haben, in den vergangenen 7 Jahren unternommen haben? Also offenbar besteht auch ein weitgehendes Desinteresse der Akteure in den Altparteien und Kollegen, die sie darauf verzichten, sich ein eigenes Lagebild zu machen und sich damit begnügen, die gleichen Bilder vorzufinden wie die normalen Fernseh- und Medienkonsumenten. Auf jeden Fall spielt das bei der internen Debatte in den diversen Ausschüssen nicht wirklich eine Rolle und kommt nicht wirklich zum Tragen, dass Abgeordnete einen tieferen Blick hätten als über die Tageszeitung hinaus. Manchmal bleiben sie sogar noch drunter. Von daher war ich auch sehr dankbar für diese Gelegenheit, sozusagen firsthand dem entgegenzuwirken, dieser Übersättigung durch die immer gleichen Pseudo-Informationen, durch die immer gleichen Bilder und diese, ich nenne es mal, informatorische Abnutzung, die sich ergibt, wenn man immer zu den gleichen Sachverhalten die gleichen Argumente oder Informationen erhält, mit immer gleichen Bildern behaftet und die Vielfalt des Geschehens offenbart sich eigentlich nur vor Ort. Aber die drei Herrschaften wurden hier von den Massenmedien regelrecht zerrissen. Es war die Rede von einer schamlosen Reise, von einem Treffen mit Assads Schergen. Warum greifen die Medien diese doch mutige Reise nicht positiv auf? Naja, mach mir mal ein schönes oder in diesem Falle auch mein schreckliches Bild kaputt, heißt das Thema. Und das haben meine Kollegen gemacht. Letztendlich ist es Aufgabe der Politik, wie ja übrigens auch der Medien selbst, sich nicht über Dritt- und Zweitquellen zu informieren, sondern am besten vor Ort nachzuschauen, wie ist die Situation, wie ist die Lage. Das müssen Journalisten machen, das sollten Politiker auch viel häufiger machen. Das ist bis dato nicht geschehen oder zumindest in einem Fall, wir beide wissen, ich hatte schon mal Besuche von anderen da gegeben, aber auf jeden Fall sehr spektakulär waren sie nicht und ich habe auch keine großen Pressemeldungen gelesen und das hätten dann die Kollegen schon tunlichst getan. Aber genauso jetzt in meiner Funktion als außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ist es doch angeraten, dass man sich mit allen Konfliktparteien beschäftigt, mit der Gesamtsituation des Landes beschäftigt. Und da hat Herr Blex ja völlig recht, wenn ich erstmal schaue, wo wird denn in der Tat in Syrien wirklich gekämpft? Wie stark, wie hart sind diese Kämpfe? Wer ist davon betroffen? Wie groß ist das Leid der Zivilbevölkerung? Das ist natürlich erstmal der erste Fokus. Aber dann muss ich doch schauen, wie sieht es denn im Rest des Landes aus? Und ist das wirklich so, Beispiel Afghanistan war ja auch richtig, da schauen wir ja auch, wo sind befriedete Zonen und wo sind nach wie vor Kampfzonen.
da wird nicht mehr unterschieden, beziehungsweise darüber berichtet. Wir hören immer und sehen immer nur die Bilder aus Ostguta und anderen Bereichen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es doch, einmal die politische Bewertung, und auch da muss man mit jedem der Beteiligten sprechen. Das gehört zur Politik dazu. Und das andere ist, ich muss mir ein Bild machen können und deswegen muss man da hinreisen. Diese beiden elementar wichtigen Dinge, die ja an sich uns zuerst einfallen würden, werden heute letztendlich gar nicht mehr weder von den Journalisten noch von der Regierung so nachvollzogen, dass der einfache Bürger sagt, ich fühle mich umfassend informiert. Und dieses Manko zu beseitigen, das haben wir, glaube ich, mit dieser Reise hervorragend, beispielhaft belegen können, beziehungsweise angefangen, es zu ändern. Gut, Herr. Sie sagten gerade, die Menschen haben ein verzerrtes Bild. Herr Pasemann, machen Sie doch mal einen Zeitraffer von Ihrer Abfahrt in Deutschland oder von Ihrem Abflug in Deutschland, wie dann so die ersten Eindrücke waren, wie Sie nach Syrien überhaupt reingekommen sind, für die Zuschauer. Also der direkte Flug ist ja nicht möglich aufgrund der internationalen Sanktionen und der Embargo-Politik. Wir sind also über den Libanon eingereist. Das ging auch relativ geräuschlos. Wir haben im Vorfeld unsere Einreise natürlich angekündigt. Wir haben uns dort auch willkommen gefühlt, das muss man ganz klar sagen. Das Land selber hat auf den ersten Eindruck auf mich schon nicht den Eindruck eines vom Krieg zerrütteten Landes gemacht. Die Fahrt von Beirut nach Damaskus verlief ohne, also mit den üblichen Grenzkontrollen natürlich, aber ohne sonstige militärische Stationen oder Kontrollen. Vor Damaskus gab es eine solche Kontrolle. Ansonsten die Stadt selber ist eine lebendige Millionenstadt, auch eine sehr charmante arabische Großstadt. Und ich kann auch dort nicht sagen, dass ich mich in einem Terrorstaat gefühlt habe. Es war normales, pulsierendes Leben auf der Straße. Wir hatten ja dann auch Gelegenheit, faktisch uns da frei zu bewegen in Damaskus. Wir haben versucht, mit Menschen zu sprechen. Das ist natürlich schwierig, weil die sind auch ein bisschen entwöhnt. Die Europäer haben sich dort also seit 2011 recht rar gemacht. Aber wenn man dann ins Gespräch kam, dann war die Resonanz äußerst positiv. Wie laufen die Menschen dort rum? Man hat ja mal das Bild von völlig vermummten Frauen. Nein, gar nicht. Also das ist eine moderne Großstadt. Und wir werden ja vielleicht auch nachher noch das Thema haben, wie leben die unterschiedlichen Religionen und Religionsrichtungen dort miteinander. Das ist in meinen Augen eine aufgeklärte Atmosphäre. Da ist es natürlich möglich, dass ein gläubiger Muslim oder eine Muslima mit ihrem Kopftuch rumläuft, aber genauso gut sehen Sie dort in Jeans gekleidete, langhaarige Mädchen. Sie sehen traditionelle Kleidung bei den Männern, Sie sehen aber auch ganz genau den englischen Chic, den wir auch in westeuropäischen Städten bevorzugen. Also da gibt es nicht den Hinweis darauf, dass da in irgendeiner Art und Weise ein Regime herrscht. Jetzt ging ja hier durch die deutschen Medien, vor allem vorneweg war die Bild-Zeitung involviert. Sie haben sich mit einem Großmufti getroffen. Sie waren auf den Bildern auch zu sehen als Gruppe, der hier Terror gepredigt hat. Können wir mal die Geschichte ein bisschen näher beleuchten? Ja, das war exemplarisch natürlich über die deutsche Berichterstattung. Ich möchte also, es war ja Aufwand, es wurde berichtet, mit wem ich mich, also es wurde ja interpretierend berichtet, mit wem ich mich getroffen habe, aber es wurde überhaupt nicht berichtet, worüber wir gesprochen haben. Das war das ganz Auffallende. Zu dem Mann muss man sagen, der ist 2010 von der Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen worden, als extrem liberaler Vertreter, Religionsvertreter eingeladen worden, ist hochgelobt worden. Der Mann war so liberal, oder ist er noch, dass die Dschihadisten, Islamisten im Oktober 2011 seinen 22-jährigen Sohn ermordet haben, weil er den Islamisten ein Dorn im Auge war. So, und daraufhin hat er in seiner Trauerrede davor gewarnt, dass wenn die NATO Syrien angreift, dann kann es zu Anschlägen kommen. Er hat das allerdings nicht auf die Religion bezogen, sondern in den nachfolgenden Sätzen, die deutschen Medien nie gebracht haben, hat er das relativiert und meinte das dann eher auf Patrioten bezogen.
Er hat sich im November 2011 beim Stern das Ganze nochmal erklärt, ausführlich dargelegt, wie er die Rede gemeint hätte. Er hat sich darüber beklagt, dass die Sinn entstellt, da Phrasen rausgenommen wurden. Das hat auch bei uns, er hat sich dann auch mehrfach öffentlich für das Missverständnis entschuldigt. Aber das ist Vergangenheit. Das hat er übrigens bei uns auch getan. Was ganz gravierend ist, was er uns gesagt hat, und das fand ich eigentlich das, ich fand das sehr beeindruckend, was er gesagt hat. Das Erste, was ich von ihm gehört habe, war, dass er gesagt hat, dass er ausdrücklich die Trennung zwischen dem Staat und den Religionen begrüßt. Also er spricht sich klar für einen säkularen Staat aus. Das war also für mich eine Aussage, wie ich die noch von keinem Vertreter, Religionsvertreter im muslimischen Glaubens eigentlich gehört habe. Ich bin gerne bereit, mit dem zweiten Großmufti zu sprechen, der ähnliche Aussagen von sich gibt. Der zweite Aspekt, den er angesprochen hat, war, dass er ausdrücklich die christlichen Brüder, er hat sie auch entsprechend so genannt, die friedliche Zusammenleben und die guten Kontakte mit den christlichen Brüdern betont hat. Diese Aussage ist mir übrigens von dem Vertreter des Patriarchen und von dem Vertreter des syrisch-orthodoxen Patriarchen von Damaskus bestätigt worden, der also umgekehrt auch gesagt hat, wie kollegial, wie gut er auch menschlich mit dem Großmufti zusammenarbeitet. Und das sind doch die eigentlichen entscheidenden Aussagen. Wir haben einen säkulären, also ein religiöses Oberhaupt, was ganz klar für einen säkulären Staat und für den Frieden der Religion eintritt. Der dritte Punkt war, er hat alle Auslandssyrer aufgefordert, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Und das sind eigentlich die drei entscheidenden Aussagen. Es ist schon bezeichnend, dass die Massenmedien überhaupt nicht über diese sehr, sehr positiven und sehr, sehr fortschrittlichen Aussagen berichtet, sondern einfach ein verzerrtes Bild der Vergangenheit wiedergeben. Darf ich da mal einhaken, weil das ist einer der wichtigsten Aspekte meines Erachtens. Nämlich hier äußert sich einer in einer Art und Weise, die in den Nachbarländern völlig unmodern in Anführungsstrichen geworden ist. Ja. Wir verzeichnen ja nicht nur im arabischen Raum und in der Türkei eine zunehmende Einflussnahme der Religion oder sogar Übernahme der Religion durch Staatswesen, wie Iran, Theokratie, sondern die bei uns leben, dass Türken sind, arabische Nationalitäten, die werden ja davon beeinflusst. Und jetzt hat man eine Stimme, die klar sagt, ich plädiere für die Trennung von Kirche und Staat, also ein säkulares Staatswesen. Wie ist es in der Türkei unter Kemal Atatürk mal machtvoll angedacht und durchgesetzt worden ist. Und wir haben heute in der Türkei einen Erdogan, der sich eng an die Religion anlehnt, von ihr getragen, unterstützt wird. Und das ist in allen anderen Ländern auch geschehen. In Ägypten hat man die Muslimbrüder, die ja schon die Herrschaft hatten, dann wieder losgeworden sind. Aber der Einfluss der Religion in all diesen Ländern ist extrem geworden. Und wenn dann einer die Stimme erhebt und sich dagegen ausspricht und sagt, hier müssen wir klar trennen, dann müsste der Westen ja eine solche Stimme an sich fördern. Und das Gegenteil macht man. Und dann gebe ich Ihnen völlig recht, dann muss man das klar und deutlich benennen, hallo, hier gibt es einen in Syrien, in Damaskus, mit dem man vernünftig reden kann. Ich möchte dazu noch ergänzen, der Großmufti hat uns, der kennt Herr Erdogan persönlich, hat mit ihm studiert und er hat ganz klar gesagt, er hat es sehr bedauert, dass Herr Erdogan den Weg verlassen hat, der Trennung zwischen, hat er explizit angesprochen, der Trennung zwischen Kirche und Religion und Staat. Ich möchte es vielleicht noch erweitern, weil wir bis jetzt ja nur über die Muslime dort reden. Wir hatten in Aleppo die Möglichkeit, mit, ich glaube, sage und schreibe 13 geistlichen Größen von Aleppo und Umgebung zusammenzutreffen. Das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen, die unterschiedlichen Religionen da wirklich in einem einzigen Raum zu sehen und zwar auch in einem einzigen gemeinsamen Bestreben, nämlich den deutschen Gästen klar zu machen, dass man eigentlich nur eins will vom Rest der Welt. Die haben also nicht um Hilfe gebeten oder erwarten irgendwas von uns, sondern die erwarten eigentlich nur eins. Die erwarten, dass sich die Welt raushält.
Die wollen ihre Probleme in Ruhe und alleine klären. Die werden ihren Wiederaufbau auch in Ruhe und alleine bewerkstelligen. Das war unisono die Grundaussage, die alle geistlichen Vertreter, ob Kopten, es gab dort Presbyterianer, wir hatten dort einen, in der Tat einen katholischen Erzbischof, also der hatte sich da Zeit genommen, mit seinen Brüdern zusammenzusitzen und mit uns zu reden. Wir hatten die verschiedenen Spielarten des Islams dabei. Das war schon sehr beeindruckend. Und diese hochrangigen religiösen Vertreter haben gesagt, lasst uns einfach unsere Sachen machen. Ich möchte das gerne noch ergänzen, weil das ein ganz zentraler Punkt ist. Das war der, es waren sogar zwei Erzbischöfe da einmal, beides katholischer Seite, aber der syrisch-katholische Erzbischof, seine Exzellenz Herr Antoine Schader, der hat also nachher noch das Wort ergriffen in dieser wirklich sehr beeindruckenden Runde. Und Sie müssen sich vorstellen, da saßen Christen neben Moslem, neben Christ, Moslem, Christ, Moslem in bunter Abwechslung. Die saßen da nicht isoliert, sie saßen in bester Harmonie da nebeneinander und haben alle das bestätigt, das gute Zusammenleben. Aber er hat danach noch was ganz Wichtiges unter Zustimmung eines weiteren Erzbischofs und der orthodoxen Geistlichkeit, der neuevangelischen Geistlichkeit und der muslimischen Vertreter, hat der syrisch-katholische Erzbischof von Aleppo drei ganz wesentliche Punkte gesagt. Die möchte ich einfach nochmal aufführen. Das erste ist, dass er alle syrischen Auslandsflüchtlinge drängt, in ihre Heimat Syrien zurückzukehren. Zum Wiederaufbau. Zum Wiederaufbau. Während also Frau Merkel genau das Gegenteil erzählt, sagt der Mann vor Ort, katholischer Erzbischof, alle syrischen Auslandsflüchtlinge sollen in die Heimat zurückkehren. Der zweite Punkt, den er angesprochen hat, er bittet die EU, die Unterstützung für den Terror in seinem Land einzustellen. Sie wissen, dass es islamistische Fraktionen in Syrien gibt, die dort ein ganz grausames Spielchen auch spielen. Und dass er wünscht seinem Land endlich Frieden. Und der letzte Punkt ist, dass er sich wünscht, dass die Sanktionen eingestellt werden. Da können wir gleich nochmal zu kommen, weil die eine ganz schreckliche Auswirkung gerade auch auf die medizinische Versorgung im Land haben und natürlich auch den humanitären Wiederaufbau in dem Land massiv behindern. Und diese drei Punkte hat er unter Zustimmung aller übrigen 12 Religionsvertreter da angesprochen. Und wir haben seine Aussagen übrigens auch schriftlich. Ich habe sie mir von ihm schriftlich geben lassen. Wir haben diese Aussagen. Es wäre ganz schön, wenn Frau Merkel diese Aussagen mal zur Kenntnis nehmen würde. Ich möchte nur noch einen Satz dazu sagen, weil das jetzt so herausgearbeitet wurde. Nicht nur, dass es so etwas gibt, sondern ich möchte das betonen, dass das in dem arabischen Raum durchaus Tradition hat. Und das ist etwas, was sich gerade die junge Generation bei uns überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Dass nämlich bei Nichten in Ankara, in Damaskus, in Kairo oder in anderen Hauptstädten oder Großstädten des arabischen Raumes eine islamfundamentalistische Gesellschaft schon immer da war. Ich führe nur an, ich habe einmal ein Gespräch mit einem afghanischen Geschäftsmann geführt, der war ein bisschen älter als ich, der in den 50er Jahren in Holland seine Ausbildung gemacht hatte und dann mit seiner holländischen Freundin Anfang der 60er Jahre nach Kabul gezogen ist, Afghanistan. Und dann sagte zu mir, da habe ich mit meiner Freundin in einer Mietwohnung gewohnt und guckte mich erwartungsvoll an und ich wusste gar nicht, was der nun sagen wollte. Da sagte er, Herr Hampel, in einer Mietwohnung. Ja, das habe ich jetzt verstanden, in der Mietwohnung. Ja, sagte er, Anfang der 60er Jahre konnten Sie mit Ihrer Freundin in Europa nicht in einer Mietwohnung zusammenwohnen. Das fiel unter den Kuppeleiparagraphen. So streng war das in den 60er Jahren in Europa. Da war der arabische, der orientalische Raum großzügig und liberal und tolerant. Und aus dieser Welt kommen die älteren Generationen in den großen Städten Arabiens und in des arabischen Raumes. Und das stellt man sich heute gar nicht mehr vor oder kann es sich nicht mehr vorstellen. So war das aber mal, ist gar nicht so lange her. Und letztendlich wollen viele auch dahin wieder zurück, in Beirut, in Damaskus, in Kairo und Ankara. Ich möchte auch nochmal betonen, dass es offenbar nicht eine Propagandaveranstaltung war oder eine gewillkürte Geschichte, wo da 13, also über ein Dutzend Geistliche verschiedener Religionsgruppen bei den Aleppo-Treffen dabei waren, sondern dass es tatsächlich syrische gelebte Wirklichkeit ist. Man findet in den meisten Orten durchaus, ob sie jetzt als Ruinen, dort wo Terroristen und andere Leute regierten,
oder in den unzerstörten Gebieten, denn man sehr oft die Kombination ist, auf der einen Seite eine Moschee ist und auf der anderen Seite tatsächlich eine Kirche. Eine Kirche, die sich nicht verstecken muss mit Kreuzen, sichtbaren und allen Symbolen und so weiter. Auch in den Wohnvierteln ist offenbar eine Durchmischung, die das belegt, dass seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass es eine sehr große Tradition hat. Und ich kenne das ein oder andere orientalische Land, also ein wenig die Türkei und Marokko. Diese Vielfalt und diese Tradition, die immer noch glaubhaft in Syrien erhalten worden ist, hat mich sehr beeindruckt. Und ich kann sie auch als einigermaßen unvergleichbar erkennen mit dem, was ich bis dahin kannte. Und vielleicht nur ein kleines Bonbon. An dem Tag, wo wir den Großmufti trafen, es war auch der Tag, wo wir bei dem Patriarchen, das heißt bei seinem Vertreter der syrisch-orthodoxen Kirche waren, und auf meine Frage hin, ob er denn als syrisch-orthodoxer auch mit dem Mufti reden würde, kam die Antwort, ja, wir sehen uns einmal die Woche und er ist mein Cousin. Ja. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was für mich ganz überraschend war, wir waren in einem befreiten Stadtteil von Homs, der ist vor 8 Monaten, das war der letzte Stadtteil praktisch, wo noch da die Islamisten in Homs vertreten waren, der ist vor 8 Monaten dann übergeben worden an die Zentralregierung in Damaskus. Und wir sind da durchgefahren und da sahen wir plötzlich, ich sah einen Kirchenrohbau. Ich sah einen Kirchenrohbau da stehen. Die haben bis 2010, sie mussten das dann kriegsbedingt einstellen, 2010 war dieser Kirchenneubau geplant. Er ist auch geplant, ihn zu Ende zu stellen. Das war für mich also was ganz Überraschendes, dass hier im Jahr 2010 eine Kirche gebaut wurde. In der Türkei können sie keine einzige Kirche errichten. In Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien entsprechend. In den Ländern, wo wir die Waffen hinliefern, können wir keine Kirchen bauen. Das war also für mich eine ganz interessante, einfach Detail, einfach das zu sehen. Die letzte christliche Kirche, die in der Türkei gebaut worden ist, anlässlich der zweiten oder dritten Türkei-Reise von Kaiser Wilhelm II. Ja. Jetzt wollen wir nochmal auf die westliche Berichterstattung in den Medien eingehen. Hier wurde dann berichtet, AfD-Leute treffen sich mit dem Assad-Regime. Und auf der anderen Seite, 5 Kilometer weiter, werden Menschen bombardiert. Es wurde hier also in den Köpfen der Bürger ein Bild erzeugt. Die AfD und Assad machen gemeinsame Sache. Wer bombardiert dort wirklich, Herr Professor Wall? Wie ist die geostrategische Lage? Ja, in den Gebieten ist es ja mehr oder weniger nah an Nähe zwischen den umkämpften und weniger umkämpften oder friedfertigen Gebieten der Fall. Das heißt, die Terroristen haben die Möglichkeit und machen davon Gebrauch, sporadisch mit Mörsergranaten zum Beispiel, die unbesetzten Viertel zu beschießen. Sie üben also den Terror aus über diese Mörserwaffe und sind da auch gar nicht zimperlich. Es ist ihnen offenbar egal, ob sie eine Kirche treffen, eine Moschee, einen Kindergarten, einen Markt etc. Vor dem Hintergrund war es sehr beeindruckend, wie die Bevölkerung eine solche latente Bedrohung eigentlich wegsteckt und trotzdem die Normalität innerhalb der Bedrohung sucht. Und auch ein großes Verständnis kann man da entwickeln für eine Regierung oder Sicherheitskräfte, welcher Art auch immer, die versucht, diesen Terror am Ende zu bereiten. Aber wer genau sind diese Terroristen? Ich würde es ein bisschen relativieren. Warum? Bürgerkriege sind immer grundsätzlich grausam. Kriege sind schon schlimm genug, aber Bürgerkriege haben dieses traurige Extra, dass sie noch härter, noch gnadenloser geführt werden. Und das ist in Syrien auch der Fall, nicht anders, als das damals im amerikanischen Bürgerkrieg der Fall war. Ich glaube, beide Seiten vergeben sich da nichts. Es liegt auch nicht unbedingt in der Mentalität der Menschen, die dort unten leben, dass man sich im Kriegsfalle etwas vergibt. Die Hager Kriegsordnung, glaube ich, wurde in den arabischen Ländern noch nie veröffentlicht. Das ist so, das muss man eben als Fakt annehmen und hinnehmen. Und umso mehr muss man gucken, dass man von gerade unserer Seite möglichst schnell versucht, dort Einfluss zu nehmen, um die streitbaren Parteien wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Das ist ja versucht worden in Genf und anderswo. Es hat immer nicht funktioniert, nicht weil die Assad-Seite sich verweigert hat, sondern weil die sogenannten demokratischen oppositionellen Kräfte sich verweigert haben, die ja untereinander auch wieder uneins sind.
Und das ist eine Allianz, die kriegt man in einem Satz kaum auf die Reihe, denn das sind einmal die Islamisten, die dort kämpfen, es sind die sogenannten syrische demokratische Front, wo man auch nicht weiß, wer gehört und wem, zu wem ganz genau. Das ist die Al-Nusra-Front, das wissen wir. Darunter sind aber wieder ganz viele Untergruppen organisiert, die auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Wir haben die Kurden, die nun eingeklemmt zwischen der türkischen Grenze und den syrischen Truppen wiederum ihre Ziele verfolgt haben. Jetzt ein bisschen, so scheint es, mit den syrischen Truppen gemeinsam gehen. Plötzlich sind zwar wieder alle Syrer und haben einen gemeinsamen Feind, nämlich die Türken. Also die Gefechtslage ist nicht nur verworren, unübersichtlich und schwierig, sondern sie wird natürlich durch die unterschiedlichen Interessen der Großmächte ununterbrochen befeuert. Die Russen spielen natürlich eine maßgebliche Rolle. Ja, warum? Weil das ist der einzige Flottenstützpunkt, den die Russen noch außerhalb Russlands haben. Und dann werden sie natürlich ihre Präsenz in der Levante, werden sie mit allen Mitteln versuchen zu halten, so wie die Amerikaner über 140 Basen weltweit unterhalten. Und dann spielen die Türken eine maßgebliche Rolle, keine schöne zurzeit. Die westlichen Länder, indem wir die unterschiedlichen Gruppen finanzieren und unterstützen, und das sind auch nicht nur Friedenstruppen. Und dann die Amerikaner, die mit großen Aktionen und Ambitionen in diesen Konflikt eingetreten sind. Und jetzt im Grunde genommen nicht nur seit Herrn Trump, sondern schon unter Obama, ihre Aufgabe nicht nachgekommen sind oder das, was sie sich vorgenommen haben. Die Amerikaner befinden sich im Grunde genommen inzwischen in Syrien auf dem Rückzug. Und das, was sie dort versucht haben, in Syrien zu etablieren, ist völlig gescheitert. Das muss man nicht sehen. Aber ganz kurz dazu, weil das auch ein wesentlicher Eindruck ist oder eine wesentliche Frage, die ich versucht habe, mir zu beantworten. Wenn man in die zerstörten Gebiete von Homs und Aleppo kommt, und diese mechanische Gewalt sieht, die da sich an den Fassaden der Häuser oder auch an den völlig zerstörten Häusern widerspiegelt, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie können, wenn man das denn so bezeichnen will, wie können Rebellen Tonnen und Abertonnen von Munition auf die andere Seite schicken, wenn sie denn nicht von irgendwoher dauerhaften und ständigen Nachschub bekommen. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Immer dann, wenn die syrische Armee eine Sache sozusagen eingekesselt hat, wie das jetzt in Ost-Ghuta war, dann ist das, oh Wunder, auch relativ schnell dann zu Ende gegangen. Also wo wir in Damaskus angekommen sind, ich habe dann eine Seite gefunden im Internet, es wird aber auch im syrischen Fernsehen, wurde immer über den Fortschritt der Militäraktion berichtet, sowohl in Afrin als auch in Ost-Ghuta. Auch Meldungen über Idlib gab es. Also da wurde schon die Bevölkerung informiert. Wo wir angekommen sind, hatte die syrische Armee eine Bresche nach Ost-Ghuta reingeschlagen, die ca. 40% des Territoriums betrafen. Und man sah schon, diese Kräfte dort waren eingekesselt. Als wir gefahren sind, hatte man das Problem schon fast im Griff, sage ich mal. Und ich persönlich gehe davon aus, ist es denn jetzt nicht vernünftig zu sagen, wenn man eine militärische Lösung herbeiführen kann, wo jeden Tag so viele Todesopfer zu beklagen sind auf beiden Seiten, ist es dann vernünftig, von der amerikanischen UNO-Sekretärin zum Beispiel zu verlangen, dass man jetzt doch bitte mal eben fix noch einen 30-tägigen Waffenstillstand einhalten soll oder beginnen soll in Ost-Ghuta? Wer würde denn das machen? Und da muss man doch dann auch fragen, warum kommt die USA gerade jetzt, wo die militärische Situation eigentlich fast geklärt ist, mit solchen Forderungen um die Ecke? Dann kann man einfach ein bisschen weiterdenken, warum Amerika gerade jetzt so eine Forderung aufstellt. Ich möchte eins ergänzen. Selbst die deutschen Massenmedien berichten versteckt, nicht die Bild, aber manche Zeitung, die noch ein bisschen den Anspruch hat, ein bisschen höherwertig zu sein, zeigt den manchmal, indem sie darüber berichtet, dass in Ost-Ghuta ausführlich Islamisten und Dschihadisten waren. Und Hayat al-Sham, das ist ein Al-Nusra-Ableger, Ja'ish al-Islam, das ist auch praktisch Brüder im Geiste. Da sind also Menschen, mit denen möchten wir als Westeuropäer im Grunde nichts zu tun haben. Die haben dort Menschen als menschliche Schutzschilde missbraucht. Deshalb war auch der Vorwurf an uns, wir sollen doch nach Ost-Ghuta fahren. Also obszön, also wenn man sich das vorstellt.
die Presse fährt da auch nicht rein und die US-Amerikaner auch nicht, weil sie nämlich eins wissen, man kommt da rein als Westeuropäer. Aber ob ich mit unzerschnittener Kehle wieder aus diesen Gebieten rauskomme, das habe ich doch, mag ich doch sehr bezweifeln. Und was man schon merkte, einhellig, die Verbitterung, das merkt man auch bei der Geistlichkeit, bei der christlichen Geistlichkeit, dass gezielt, auf Nachfrage, gezielt Kirchen und Schulen unter Beschuss genommen werden. Schulen und Kirchen. Und da fällt mir schwer zu sagen, das sind moderate Rebellen. Woran mache ich das fest? An der Kalibergröße? Wenn ich eine Schule bis 80 mm beschieße, ist es dann ein moderater Rebell und bei 105 mm ist ein Terrorist. Also diesem Weg gehe ich nicht mit für mich in der Bewertung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fliehen die Leute nicht vor dem Assad-Regime, sondern sie fliehen in die kontrollierten Gebiete von Assad. Wenn sie die Chance kriegen. Wenn sie die Chance kriegen. Und wer ist denn dann der moderate Rebell? Und wer unterstützt ihn? Das ist genau die Frage, die wir uns auch nicht beantworten konnten. Also ich habe dort nur von allen beteiligten Seiten gehört, dass es sich im Endeffekt um dschihadistische, islamistische, also wirklich im übelsten Sinne kriegerische Gruppen handelt, die dort versuchen, ihre Glaubensrichtungen durchzusetzen. Das ist meist ein Steinzeit-Islam, der dort gepredigt wird, wenn es denn überhaupt darum geht. Wir sind in Aleppo zum Beispiel in der Universität gewesen und haben dort ein sehr eindrucksvolles Gespräch gehabt mit dem Direktor der Universität, der uns berichtet hat, dass es also auch handfest darum ging, Beute zu machen. Also er erzählte uns von einem Krankenhaus, einem Ableger seines Krankenhauses in einem Vorort von Aleppo. Da war faktisch nach der Zurückeroberung war dort nichts mehr. Das war komplett leergeräumt. Keine medizinischen Geräte, nicht mal die Fenster waren noch da drin. Das wurde also alles dann abtransportiert und zu Geld gemacht. Also es geht hier, das muss man ganz klar sagen, nicht um irgendwelche Demokratiebestrebungen. Nach meinem Dafürhalten nicht. Da muss ich mich auch als Demokrat fragen, bin ich bereit als Demokrat einen politischen Prozess zu verweigern und bin ich bereit, auf meine Mitbürger zu schießen, nur weil ich denke, ich bin vielleicht der bessere Gläubige. Für mich ist das kein Weg. Wenn man mal in die Geschichte guckt, Herr Ampel, Regime-Changes haben immer wieder stattgefunden. Der Schweizer Forscher Daniele Ganser bringt das in seinem Buch ja auch hervor. Sollte in Syrien auch so ein Regime-Change vorbereitet werden? Oder? Ja, man hat es ja versucht und es hat nicht funktioniert. Das Interessante für mich ist, Regime-Change hin oder her, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben wir ja immer wieder mit den politischen Führern von Ländern verhandelt, die alles andere als demokratisch waren. Wir haben über 40 Jahre den Kalten Krieg verhandelt. Bei den Abrüstungs- und Menschenrechtskonferenzen etc., da haben wir grundsätzlich Leuten gegenübergesessen, die alles andere waren als Demokraten, sondern Diktatoren, von Stalin angefangen. Das ist so in der Politik. Ich muss mich eben mit denen, die faktisch die Macht haben, auseinandersetzen. Und ich kann mich erinnern, als der Michail Gorbatschow von den Putschisten in Moskau abgesetzt worden war, war ich mit als Journalist mit Hans-Dietrich Genscher in Brüssel, meine ich, was gewesen, wo uns zwei Tage nach dem Putschversuch Genscher in die Mikrofone gesagt hat, ja, natürlich ist das bedauerlich, dass das jetzt passiert ist, aber man muss natürlich auch mit denen reden, die jetzt de facto die Macht haben. So, das hat er nicht daher gesagt, weil er den Gorbatschow nicht mochte, sondern er hat es gesagt, weil er ein Realpolitiker war. Und die Situation so genommen hat, wie gesagt, wir können sie ja nicht verändern. Aus deutscher Perspektive schon gar nicht. Ich wundere mich ja immer, was wir darüber im Reichstag, darüber im Reichstag zu hören bekommen, als würde wirklich am deutschen Wesen wieder die Welt genesen. Als würde Frau von der Leyen den Krieg im Iran beenden, die Kurden befrieden, die Syrer befrieden, die Iraker befrieden. Ist ja absurd. Wir sind ja eine kleine Mittelmacht, die ihren Anteil an diesen Konflikten leider Gottes nicht immer im Positiven hat, vielleicht auch nicht gerade im deutschen Interesse. All dieses führt mich zu dem Gedanken zurück, ich muss mit jedem reden, der dort de facto ein Mitspieler ist und ich muss gucken, meine Einflussmöglichkeit zu verstärken. Und ein Punkt, was über die furchtbaren Zerstörungen gesagt wurde,
Also die Finanziers, wissen wir ja, wo sie sitzen, nicht nur in Amerika, nicht nur in Russland, sondern natürlich auch Saudi-Arabien spielt mit, der Iran spielt mit, die Türken spielen mit. Das ist schon eine ziemliche Phalanx. Sie können sich erinnern, dass den Syrern vorgeworfen bei dem Assad-Regime, dass sie Chemiewaffen eingesetzt haben. Und es schien auch angeblich alles so belegt. Dann hat sich das Assad-Regime bereit erklärt, sämtliche Chemiewaffen in seinem Besitz abzugeben und durch die Amerikaner, übrigens auch durch uns Deutsche, vernichten zu lassen. Das geschah auf einem amerikanischen Schiff im Mittelmeer, unter anderem. Monate später kam eine Meldung der Amerikaner, sie kämen in der Vernichtung nicht nach, nicht weil sie die Kapazität nicht haben, sondern weil das Chemiewaffenpotenzial, was sie von der Assad-Regierung bekommen haben, das sei nun vernichtet, aber sie wüssten, es gebe noch mehr, aber das sei nicht unter der Kontrolle des Assad-Regimes. Auf gut Deutsch heißt das, andere hatten diesen Chemiecocktail auch. Das hat man uns aber zuvor bei den Angriffen nicht gesagt. Und das sind immer die Dinge, die bei uns im Westen ausgeklammert werden, genau wie Sie das beschrieben haben. Was sind das alles für furchtbare Typen? Der Großmufti angefangen. Ich will nur eins noch relativieren. Das nämlich, egal ob Fundamentalisten oder auch demokratische Kräfte, die Art und Weise miteinander einen Konflikt zu führen, auch einen Krieg, Plünderung von Krankenhäusern, das ist in diesem Raum leider so. Auch das ist eine Realität. Und Sie meinen, dass diese Aussage getroffen wurde, um sich die Tür einer False-Flag-Operation offen zu halten? Oder gab es tatsächlich noch diese Waffe? Nein, es gab zumindest die Feststellung, dass die Assad-Regierung nicht mehr darüber verfügte, dass man weitere Potenziale nicht wohl nur vermutet, sondern wusste, dass sie in anderen Händen sind. Dann ist die anfängliche Theorie unstimmig, dass es die Assad-Regierung gewesen sein muss, weil nur die hatten ja diese Systeme. Also False Flag wird natürlich dort wie in allen anderen Konflikten auch viel betrieben. Im arabischen Raum ist es noch besonders, weil nicht umsonst kommen die Märchen von Tausend und einer Nacht aus dem Orient. Und man hat jeden Tag im Grunde genommen seine Allianzen neu zu überprüfen und auch die Geschichten, die man hört, immer auf sein Wahrheit. Ich möchte eine Sache dazu noch ergänzen, nämlich, die ich mich immer gefragt habe. Stellen Sie vor, Sie sind im Bürgerkrieg und Sie gewinnen. Sie sind auf der Gewinnerseite. Die Assad-Regierung, die syrische Zentralregierung ist am Gewinn gerade. Sie wird den Bürgerkrieg ohne ausländische Intervention, verstärkte US-amerikanische Intervention, wird sie den Bürgerkrieg gewinnen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie gewinnen gerade, dann kommen Sie auf die Idee, ach, ich habe da noch einfach aus Jux und Spaß, setze ich mal Chemiewaffen ein, damit die US-Amerikaner einen Grund haben, mich in Grund und Boden zu bomben und ich den Krieg verliere. Das ist für mich kein sinnvoller Weg, daran zu gehen. Ist für mich vollkommen absurd, zu solchen Schlussfolgerungen zu kommen. Und bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass die Menschen dort unten irrational handeln. Also Sie müssen sich das vorstellen. Sie würden also auf der Gewinnerstraße die einzige Waffe einsetzen, die dazu führt, dass sie in Grund und Boden bombt, wenn sie gewinnen. Das ist vollkommen paranoid, also so schizophren, so eine Idee überhaupt zu treffen. Möchte ich nur mal anmerken. Ich kann es nicht beurteilen, aber mir wird so eine Idee doch sehr schizophren vorkommen. Wie wird das Thema im Plenarsaal besprochen? Sind deutsche Soldaten in Syrien? Das weiß die Bevölkerung ja größtenteils gar nicht. Deutsche Soldaten tauchen auf im Zuge der Mandatsverlängerung, die alle 3 Monate fällig werden. Angefangen von den Überwachungsaktionen im Mittelmeer, die sich als Schlepperoptimierung erweisen, bis hin zur IS-Bekämpfung und anderen. Wir haben da sehr differenziert so abgestimmt. Also die Mandate, die zum Beispiel die Unterstützung der Kurden in Nordsyrien bzw. im Nordirak betrafen, haben wir durchaus wohlwollend betrachtet, nicht auf alle Zeit, aber in diesen Abstimmungsphasen, zu den angegebenen Zeitpunkten halt. Aber man muss eins ganz klar sagen, weil es gibt keine deutschen Soldaten in Syrien. Das gibt es nicht. Es gibt bei den unterstützenden Einsätzen AWACS. Also über Aufklärung. Über Syrien gibt es. Für wen klärt man dort auf? Für die NATO? Ja, unter anderem. Ja, natürlich, das machen wir von Jordanien aus. Und zusammen mit den NATO-Partnern, das ist auch richtig so, man muss sich ein Bild über die Lage machen. Gerade die Deutschen verfügen über eine hervorragende Bildaufklärung und vor allem Bildauswertung. Da sind wir fast den Amerikanern noch voraus. Ich habe das in Afghanistan erlebt, da haben die immer unsere Fotos abgerufen, weil sie so gut und vor allen Dingen so gut erklärbar waren.
Aber das machen wir und wir sind natürlich an den AVEX-Flügen beteiligt, mit der großen Gefahr, dass wir jetzt Informationen sammeln, die wir über die NATO-Stäbe in Brüssel natürlich auch an die Türken weiterreichen. So, es wird gesagt, nein, da wird jede Operation genau unterschieden. Ja, wenn man sich das NATO-Hauptquartier in Shape anguckt, da sitzen sie alle nebeneinander in einem Raum und ich wage mal zu bezweifeln, dass das Foto, was hier in dem Raum besprochen wird, vielleicht nicht auch im Nachbarraum aufkreuzt bei dem türkischen. Also eine missbräuchliche Verwendung. Zumindest ist die Gefahr, dass dort Informationen durchfließen oder durchgestoßen werden, sehr, sehr groß. Und ich glaube, die Türken wären dumm, wenn sie es nicht nutzen würden. Also ich würde gerne nochmal das Thema zurückbringen nach Syrien, was wir besprechen. Und zwar, wie gehen wir, ich bin ja Bundestagsabgeordneter, die beiden auch, er ist Landtagsabgeordneter, wie gehen wir als Abgeordnete der Bundesrepublik Deutschland jetzt mit dem um, was wir da erfahren haben? Und was können wir tun? Also ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass es eine Neubewertung des Zusammenspiels zwischen Europa auf der einen Seite, Deutschland im Besonderen, wir sind da besonders dran interessiert oder sollten besonders dran interessiert sein, weil wir eben einen Großteil der syrischen Flüchtlinge auch bei uns beherbergen. Wie verändern wir das Zusammenspiel zwischen den Regierungen? Und da kann ich sagen, dass uns dort eine sehr, sehr große Bereitschaft und ein sehr, sehr großes Interesse entgegengeschlagen ist von syrischer Seite, sowohl von den Offiziellen, mit denen wir gesprochen haben, aber auch gerade von den geistlichen Führern dort. Natürlich muss man miteinander reden und man muss Neubewertungen vornehmen. Wir werden als Bundestagsabgeordnete versuchen, innerhalb unserer Fraktion das, was wir gesehen haben, das, was wir an Informationen und Kontakten gesammelt haben, auszuwerten. Und ich werde vorschlagen, dass wir eine Kontaktgruppe Syrien gründen, die aus den Syrien-Reisenden bestehen wird. Aber wir werden dort auch einladen, unsere Arbeitskreisvorsitzenden. Herr Hampel ist ja für Äußeres Arbeitskreisvorsitzender, er kennt mein Vorhaben da schon. Und wir werden dann versuchen, in kleinen Schritten erstmal zu schauen, was können wir machen, damit die Öffentlichkeit in Deutschland ein besseres, ein klareres Bild davon bekommt, was in Syrien wirklich zurzeit passiert und was dort notwendig ist. Und wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch sehen, dass wir anfangen, humanitäre Hilfe zu leisten, in dem Umfange, wie es denn möglich ist. Diese Sanktionspolitik halte ich inzwischen für überholt. Wir werden darüber reden müssen, wir werden darüber nachdenken müssen. Klappt ja nie. Weil es muss ganz klar gesagt werden, und das ist auch die Quintessenz aller unserer Gespräche, die Sanktions- und Embargopolitik trifft nicht die Regierung, sondern sie trifft die Leute. Und die brauchen wirklich die Möglichkeit, frei zu handeln. Die sind nicht mal unbedingt auf unsere Unterstützung und Hilfe angeboten. Natürlich würde das jetzt erstmal viel voranbringen und auch einen schnellen Effekt bringen. Aber die sind ja gewillt, auch alles ganz alleine zu machen. Man muss sie nur wieder teilhaben lassen am internationalen Handel. Und ich denke, nachdem die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in wirklich kleinen Bereichen von Syrien sich dem Ende neigen. Ich klammere Afrin jetzt mal aus. Das ist auch aus der Sicht des Völkerrechts ein anderes Problem als das, was in Aleppo und auch in Ghouta war. Aber hier müssen wir ansetzen und sagen, wie bekommen wir Syrien stabilisiert und wie können wir es auch wieder zu einem vollwertigen Mitglied der Völkergemeinschaft machen. Ich denke, die Zeiten, in denen man es sich leistet, nicht mehr miteinander zu reden, sollten vorbei sein. Abschließend noch eine Sache dazu, nämlich eine interessante. Wir haben auch gefragt, ist es denn nicht möglich, festzustellen, wie viele Syrer tatsächlich bei uns in der Bundesrepublik Deutschland sind? Das weiß ja keiner. Ja? Das Wegwerfen von Pässen und das Behaupten, ich bin syrischer Staatsbürger, das wurde ja akzeptiert. Und da gab es eine ganz klare Aussage der syrischen offiziellen Stelle, sehr gerne würden wir dabei helfen, aber solange, wie man uns es nicht erlaubt, in Berlin, in der syrischen Botschaft mehr Personal zu haben, da sind nämlich zurzeit nur 3 Diplomaten erlaubt, wird das einfach auch nicht gehen.
Also so einfache Sachen könnte man miteinander bereden. Die Frage, die sich mir auch gestellt hat, warum leistet sich die Bundesrepublik Deutschland es in Syrien oder in Damaskus keine diplomatische Vertretung oder ein Konsulat zu haben? Wenn man dann schon keine Botschaft will, könnte man wenigstens diese untergeordnete diplomatische Mission dort eröffnen, um auch das Zusammenspiel in Gang zu bringen. Alles Fragen, die wir sicherlich auch in Form von kleinen Anfragen dann formulieren werden. Ich möchte das mit den Sanktionen von dir nochmal aufgreifen. Sanktionspolitik, das geht bei uns immer so locker über die Lippen. Sanktionspolitik heißt, dass völlig richtig die Zivilbevölkerung die wichtigen Produkte, die sie braucht, nicht erhält und damit eine Gefährdung der zivilen Gesellschaften in Syrien einhergeht. Fazit daraus ist, wenn man das mit dem Irak-Konflikt vergleicht, bevor überhaupt ein Schuss in Irak gefallen sind, gingen dem jahrelange Sanktionen voraus, unter anderem auch Medikamente. Im Irak sind vor dem Irak-Krieg 250.000 Kinder gestorben. Und die damalige Außenministerin Madeleine Albright hat das mit einem Handschütteln abgetan. Gibt's ja den das Bericht sei, bei YouTube noch. Genau, das sei nun mal so. Kollateralschäden nennt man das dann in die furchtbare Wort. Also Sanktionspolitik ist das Erste, was sich ganz dramatisch auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Sie ist immer schiefgegangen. Es gibt keine Sanktionspolitik, von der ich wüsste, dass sie einmal sich erfüllt hat. Und das Letzte ist, dass wir doch jetzt den Ansatz hätten, mit der syrischen Regierung zu verhandeln, indem man da, wenn man schon sagt, die sind uns zu diktatorisch, die sind uns nicht demokratisch genug, auf mäßigen einzuwirken, indem man sagt, wir wollen das nicht nur unterstützen, dass ihre syrischen Landsleute, um das Land wieder aufzubauen, zurückkehren. Wir können auch da finanzielle Hilfen leisten, aber wir können das abhängig machen von eurem Tun. Zum Beispiel, indem man sagt, alle, die zurückkommen, werden von der syrischen Regierung nicht angetastet. Egal, welche politische Meinung sie vertreten, da gibt es keine Verfolgung. Wenn das so ist, kappen wir die Kontozahlung. Und das versteht man in Damaskus am allerersten, wenn die Millionen oder vielleicht sogar Milliarden nicht mehr fließen. Sich dafür einzusetzen, nicht nur in Damaskus, sondern in den Vereinten Nationen, das wäre eine sinnvolle deutsche Aufgabe, weil, Frank Pasmann hat es gesagt, wir ja die Betroffenen sind, wir haben die Menschen in unserem Lande. So, und jetzt wollen wir doch das Optimum für sie wiederherstellen und zu sagen, wir bieten euch, ich sag mal, unter einem gewissen deutschen Schutz, die Möglichkeit, in eurem Heimatland Wiederaufbau zu leisten und das in Absprache mit der Regierung, ohne dass ihr vielleicht für irgendeine politische Äußerung angegangen werdet. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, den man auf diplomatischen Wege beginnen könnte. Ich möchte abschließend vielleicht nochmal was sagen, was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, einfach von der menschlichen Seite, wenn wir jetzt mal die politischen Seiten auseinander wieder weglässt. Die Menschen haben zu leiden unter den Sanktionen. Sie kriegen keine medizinischen Geräte. Die Kinder kriegen keine vernünftige Versorgung mit Babymilch. Es fehlt Kinderprothesen, wie uns der Vertreter des Internationalen Roten Halbmondes mitteilte. Das sind also schon ja sehr bemerkenswerte Dinge. Also wir lassen also Kinderkriegsopfer, verhindern wir, dass die ausreichend medizinisch grundlegend versorgt werden. Aber trotz aller dieser Dinge waren die Menschen vor Ort in einer Art und Weise gastfreundlich, wie ich es vorher nicht kannte. Und man merkte eins, und das hat mich sehr beeindruckt, einfach auch der Wunsch von den Menschen vor Ort, dass einer in ihr Land kommt und sich die Situation anschaut. Und das war für mich also so eine Sache, die mich sehr stark auch als Mensch mitgenommen hat, zu sehen, nein, die sind uns nicht böse, die möchten, dass wir kommen und uns das anschauen. Und wenn da unser Besuch dazu beigetragen hat, da die Diskussion einfach in Gang zu bringen, mit den Menschen zu sprechen, ich glaube, dann haben wir was erreicht. Schönes Schlusswort. Ich würde es mit einem Satz ergänzen wollen, weil das wichtig ist. Und wenn wir das nicht machen und wenn wir uns in dieser westlichen Arroganz über all das Denken im arabischen Raum hinwegsetzen, dann verlieren wir das, was wir über 200 Jahre gehabt haben, nämlich einen guten deutschen Ruf im gesamten arabischen Raum. Und den verspielen wir gerade am Hindukusch in Afghanistan und den verspielen wir in Syrien und in anderen Ländern ebenfalls. Und dann haben Sie völlig recht, dann müsste es unser Anspruch sein, dort einzuwirken, dass man sie auch wieder hört, und zwar die Menschen in Syrien vor Ort und nicht politische Vertreter. Dann würde ich an dieser Stelle auch den Themenblock Syrien beenden. Sie müssen gleich zu einer Pressekonferenz rüber, die Partei hat diese Reise
und auch viele Freidenker im Land mit Wohlwollen aufgefasst. Gibt es noch eine Neuauflage? Das ist schon etwas geplant. Ach, das hat der Pasemann ja eben angesprochen. Wir sind da jetzt erstmal bei. Aber mir hat das Land sehr gut gefallen. Also ich kann eins auf jeden Fall für mich sagen, unabhängig, ob das jetzt politisch oder sonst was sein wird, ich werde definitiv nach Syrien nochmal zurückfahren. Mir haben einfach die Menschen sehr gut gefallen vor Ort. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann auch mit meiner Familie und mit meinen zwei kleinen Kindern, meinen Latakia, mich an den Strand lege und einfach meinen Sommerurlaub da verbringe, weil mir die Menschen einfach, die Gastfreundschaft persönlich sehr gut gefallen hat. Zum Abschluss unserer Sendung machen wir noch immer eine Schnellantwortrunde. Drei Themen, Herr Pasemann, die Sie ändern würden, wenn Sie die Möglichkeit hätten hier in Deutschland. Ja, als eins möchte ich, dass wir im Deutschen Bundestag wieder Politik für die Deutschen machen. Da sind wir angetreten und ich habe leider im Augenblick das Gefühl, dass wir da Verstärkung brauchen und dass wir da auch noch viel, viel arbeiten müssen in der Richtung. Die zweite Sache wäre, dass wir endlich die unsägliche Politik der Europäischen Zentralbank in den Griff kriegen, die nämlich nach meinem Dafürhalten unseren Wohlstand hier in Deutschland, aber auch in Europa nachhaltig bedroht. Und drittens wünsche ich mir oder würde ich, und da werde ich auch für eintreten, gern die Zusammenarbeit mit Syrien suchen und auch weiter aufbauen und auf eine neue Position bringen. Das wäre so meins, was ich in den nächsten Jahren mir vorstellen würde, wofür ich arbeite. Vielen Dank. Ja, also das kann man zusammenfassen, um eine Politik weg von der Gesinnungspolitik, wie wir sie gerade haben. Es werden Sachen also nicht mehr rational bewertet, sondern es geht einfach nur noch darum, hört sich das gut an oder nicht? Also Gutmenschenpolitik, wie wir sie gerade haben, hin zu einer Politik, die also wieder auf der Ratio gründet. Das kann man in vielen Punkten sehen. Das kann man der unsäglichen Konstruktion des Euros sehen. Das ist natürlich ein Punkt von uns. Für mich ganz wichtig, eine Energiepolitik, die uns nicht zum Geisterfahrer der Welt macht, sondern uns wieder mit dem versorgt, was wir für den Wohlstand unserer Bürger brauchen. Kostengünstige und langfristige Energieversorgung. Das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Und natürlich, ich wünsche mir ein Vaterland, das eigene Interessen vertritt und nicht keine Interessen erst gar nicht definiert, sondern wir brauchen wieder eine Interessensdefinition. Vielen Dank. Ja, das ist ja fast das Stichwort. Politik, Fragezeichen, Politik, sagt der alte Otto von Bismarck, ist Außenpolitik. Warum? Weil man nur, wenn man die friedliche Einrahmung seines Landes im Äußeren geregelt hat, mit den Nachbarn und auch den Entfernteren in guten Verhältnissen lebt, kann man innenpolitisch gestalten. Und deswegen ist mein Anspruch klar, auch weil mich die Fraktion in dieses Amt als außenpolitischer Sprecher gewählt hat, liegt mein Fokus darauf, also eine Außenpolitik zu machen, die, und Herr Blex hat das schön vorgegeben, Realpolitik im deutschen Interesse. So, Realpolitik hat der alte Genscher mal gemacht, der beim deutschen Interesse hat er mal so ein bisschen so zur Seite geschoben. Also Realpolitik im deutschen Interesse, das muss wieder das zentrale Ziel deutscher Außenpolitik sein, um nach innen wirken zu können. Und dann muss man nach innen wirken. Einmal Energiepolitik, ganz wichtig, weil da kommt der Strom her, der uns alle arbeiten lässt. Wir brauchen ein soziales Fundament, das die Menschen wieder in diesem Lande für Arbeit auch entsprechend entlohnen lässt. Und wo wir eine Entlohnungsgerechtigkeit haben, wo sich alle mitgenommen fühlen, dass die Schere nicht weiter aufgibt, wie zwischen denen, wir haben zu viele, die zu viel haben und zu wenige, die etwas haben. Und da, glaube ich, ist das einer der Brennpunkte der nächsten Jahre, Sozialpolitik so zu gestalten, dass sich alle Bürger in diesem Lande mitgenommen fühlen. Und dann, last not least, eine innere Sicherheit herstellen, wo jeder in diesem Lande sich wieder in seinem Viertel auf die Straße traut und sich nicht umgucken muss, ob er in irgendeiner Form gefährdet ist oder ob jemand da ist, der vielleicht auch aus einem anderen Lande zu uns gekommen, etwas anderes versteht oder einen gemütlichen Abendspaziergang. Ganz einfach. Und Herr Professor Weil, Ihre... Ich kann es so zusammenfassen, dass ich eine umfassende Normalisierung wünsche für Deutschland und in Deutschland in allen relevanten Bereichen, im kulturellen Bereich, also das eigene, die Geschichte ganzheitlich betrachten, die eigene Identität nicht zu verwerfen, zu vereinseitigen, sondern als Grundlage für
vernünftige, aufgeklärte Entscheidungen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Außen- und Innenpolitik tätigen zu können. Und da vielleicht noch ein Wort mit alles ist Außenpolitik. In Deutschland haben sich die Dinge nach zwei Kriegen und insbesondere in den letzten Jahrzehnten so weit verengt, dass man eigentlich sagen kann, alles ist Sozialpolitik und alles ist Innenpolitik. Und allein durch die Fehlanreize in der Innenpolitik, wo auch das ganze, die ganze Migrationsdebatte und Nichtentscheidungsfindung darauf hinausläuft, ist es eben so, dass von Deutschland aus falscheste Impulse in nahezu jedem Politikbereich in alle Welt hinausgehen. Und da hilft es auch nichts, wenn man sich hinter Europa versteckt, weil das sind die ungemachten eigenen Hausaufgaben, zu denen man sich endlich mal bequemen muss. Und dafür sind wir als Partei gegründet und tätig. Gut, dann bedanke ich mich bei der Runde. Behalten Sie den Mut, behalten Sie den Enthusiasmus für die Bürger unseres Landes und vielen Dank fürs Zuschauen.